Hallo, immer wieder höre ich natürlich das schlechte Gewissen. Wir haben am Samstag ein Stück Kuchen gegessen oder am Sonntag. Wir haben Nutella gegessen oder auch sonstige Schandtaten. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Erstens mal, wenn man irgendwas isst, was jetzt nicht in der Vorgabe ist, was wir selber sagen, das brauchen wir nicht, dann haben wir es gegessen, dann stehen wir mit gutem Gewissen zu. Es hat mit Sicherheit noch nie jemand umgebracht. Es muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er gewisse Genussmittel benötigt oder nicht benötigt. Die Frage kann ich nicht beantworten, die Verantwortung dafür kann ich nicht übernehmen. Das heißt, man übernimmt selbst die Verantwortung dafür und sagt, okay, ich bin halt nun mal jemand, der braucht eben am Wochenende ein Stück Kuchen, zwei Stück Kuchen, Eis, was auch immer, dann stehe ich dazu und lebe eben damit. Was man nicht machen sollte, was ganz wichtig ist, ist natürlich eine Erwartungshaltung, die natürlich hier on top ist bei 110% und dann gönne ich mir am Wochenende zwei sogenannte Schummeltage mit natürlich einer Ernährungsweise, die überhaupt nicht zu meiner Vorgabe, überhaupt nicht zu meinen Wünschen passt. Dann darf ich aber dann auch nicht rumjammern. Dann muss ich damit leben, dass ich vielleicht mein Ziel, das ich mir gesteckt habe, zum Beispiel tolle Fotos für ein Fotoshooting abzuliefern, dann darf ich mir nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Weil ich ja weiß, dass gewisse Parameter nicht eingehalten wurden. Also, jeder übernimmt Verantwortung über sein Ernährungsverhalten. Der eine braucht am Wochenende was, der andere braucht auch ein Glas Wein am Wochenende oder mal zwei Gläser Wein. Der eine braucht ein Stück Kuchen am Wochenende. Eigenverantwortlich entscheiden, eigenverantwortlich die ganze Sache in die Hand nehmen und damit leben. Sicherlich ist auch nicht so, dass wenn man sich 6 Tage in der Woche an die Ernährungsvorgaben hält, dass dann natürlich einen Tag, wo man mal zum Beispiel, Simon, jetzt bist du gemeint, mal zwei Weißweinschorle trinkt, dann werden die einen nicht umbringen. Auch 3 Weißweinschorle werden die einen nicht umbringen. Das wird natürlich dazu führen, dass man vielleicht eine minimale Irritation hat, aber das vergessen wir einfach. Party ist Party, Junggesellenverabschiedung ist Junggesellenverabschiedung, Punkt, Schluss. Und am nächsten Woche wird weitergemacht und dann erreichen wir unser Ziel eben vielleicht 2 Stunden später. Abhängig, inwieweit man eine Irritation hat, ist natürlich immer die Menge an Nährstoffe, die man zuführt, die Menge, was der Speicher aufnimmt und wie lange man wieder benötigt, um diese Speicher freizulegen, dass dann die Fettverbrennung besser funktioniert. Also eigenverantwortlich entscheiden und nicht gleich zu Tode bekümmert und Depressionen kriegen, das macht keinen Sinn. Das war's schon. Bis bald. Andreas, euer Personal Trainer, der Acht drauflegt, dass ihr immer gut beraten seid.